Hallo zusammen, heute machen wir den In-N-Out Flying Dutchman Cheeseburger. So lecker. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Wir beginnen das heutige Video mit einer großen Metzgerzwiebel. Diese schneiden wir in fingerdicke Scheiben. Hiervon brauchen wir mindestens zwei ungefähr gleich dicke. Diese bilden am Ende den Ersatz sozusagen für unser Brötchen oder unser Burger-Bun. Dieser Burger der amerikanischen Burgerkette In-N-Out Burger, ihr erinnert euch, wir hatten hier schon den Animal-Style Burger und auch die Animal-Style Fries, ist aktuell ein echter viraler Hit auf Social Media. So bin ich nicht umhergekommen, diesen auch einmal nachzumachen. Wir nehmen jetzt unsere Zwiebelscheiben, reiben die an einer Stelle mit ordentlich Olivenöl ein und salzen diese. Das Ganze wiederholen wir selbstverständlich auch für die zweite Zwiebel. Die genauen Mengenangaben für unser heutiges Rezept gibt es natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Dort findet ihr im Übrigen auch den ein oder anderen sinnvollen Link, zum Beispiel zu meinen Fanpages oder zu meinen Büchern. Jetzt machen wir eine kleine schnelle Burgersoße selber. Da kann man natürlich jetzt die Animal-Style-Soße nehmen oder halt einfach was Freestyle zusammenrühren. Das ist mehr so Freestyle. Mayo, ein Schuss Barbecue-Soße, Senf, ein Schuss Weißweinessig, ein Schuss Sojasoße, eine Prise Salz, dann Barbecue-Rub, Gewürzgurken gewürfelt und dann einmal gut durchrühren und für 20 Minuten im Kühlschrank ziehen lassen. Der komplette Burger wird im Idealfall auf einer Griddle Plate oder in einer Pfanne zubereitet. Also zack, Induktionskochfeld raus, Hexglattpfanne drauf. Und dann starten wir zunächst mit den Zwiebelringen. Hier muss man aufpassen, dass diese nicht auseinanderfallen. Also mit der Ölseite von unten bei niedriger Hitze in die Pfanne geben, vielleicht etwas Flüssigkeit mit hinzufügen und einen Deckel drauf geben. Ansonsten dauert die Zubereitung der Zwiebelringe unter Umständen sehr lange. Diese müssen ja möglichst weich sein, aber nicht zu weich, damit sie noch stabil als Brötchenersatz fungieren können und sollten natürlich trotzdem irgendwann so weich sein, dass man sie essen kann. Deshalb ein paar Minuten von jeder Seite und immer schön Deckel drauf. Ich habe hier so ein Dunkelbier einfach mit hinzugegeben. Das funktioniert schon mal ganz gut. Jetzt Zwiebelringe herausnehmen und warm halten. Dann nehmen wir 2x125 Gramm Rinderhack als kleine Kugeln, noch ungewürzt, und smashen die sozusagen in die Pfanne. Hierfür habe ich mir so zwei kleine Stücke Backpapier genommen, damit es dann nicht komplett an meiner Palette hängen bleibt, und einfach fest andrücken. Jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken, dass je nachdem wie groß die Zwiebelringe sind, dass die Patties nicht zu groß werden. Sollte ungefähr zusammenpassen. Schön salzen und dann 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze einfach richtig schön anrösten. Die Burger bei In-N-Out werden in der Regel im Animal Style angegrillt. Das bedeutet, man bestreicht eine Seite mit Senf und dann werden diese auf der Senfseite auch angebraten. Das funktioniert auch hier hervorragend und gibt wirklich einen super Geschmack. Dann etwas Käse oben drüber, wieder etwas Flüssigkeit mit in die Pfanne geben, Deckel zu und den Käse schmelzen lassen. Hier jetzt etwas die Hitze reduzieren. Wer möchte, kann natürlich auch einfach die Patties jetzt auf den indirekten Teil seines Grills geben und dann den Käse dort schmelzen lassen. Funktioniert natürlich genauso. Jetzt stapeln wir die beiden Burger übereinander, nehmen es aus der Pfanne und bauen unseren Flying Dutchman zusammen. Wir starten natürlich mit einem Zwiebelring, einem Löffel von unserer schönen Burgersoße. Sehr schöne Farbe, toller Geschmack, passt sehr gut dazu. Dann unseren Burger Patties, auch die passen von der Größe her sehr gut. Noch etwas Soße und dann unserem zweiten Zwiebelteil. Das sieht optisch sehr gut aus. Geschmacklich hat es mich ehrlich gesagt gar nicht vom Hocker gehauen. Mache ich sicherlich nicht nochmal. Ist super schön und hat auch Spaß gemacht in der Zubereitung, aber gar nicht mal so geil. Mal davon abgesehen, wie man den essen soll, ich habe den jetzt in so ein Stück Backpapier gewickelt, damit das halbwegs sauber funktioniert. Bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sehe das eher kritisch. Virale Sachen müssen nicht immer zwangsweise lecker sein. Das hier ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür.
Teilen, liken, kommentieren ist natürlich trotzdem immer sehr gern gesehen. Falls ihr noch nicht Abonnent von 0815 Barbecue seid, wäre das cool, wenn ihr das noch nachholen könntet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus.